Gestern gab es einen massiven Short Squeeze mit und nach den US-Inflationsdaten, die ja etwas niedriger ausgefallen waren als erwartet. Die Märkte schossen nach oben, nun ja schon ein bisschen vor den Inflationsdaten, weil diese offenkundig geleakt wurden, wie ich heute im Videoausblick thematisiert hatte. Aber wiederholt sich jetzt diese Geschichte, werden wir also heute nochmal einen Short Squeeze sehen, nochmal eine Wiederholung eines impulsiven Anstiegs. Fragezeichen. Nun ja, natürlich können die Märkte nach oben gehen, wenn sowohl das Fed-Statement als auch dann die Aussagen von Jerome Powell wirklich dovish sind. Klar, aber es dürfte so sein, dass es dann nicht nochmal einen Short Squeeze gibt. Schauen wir uns mal hier. Gestern stand vor den US-Inflationsdaten das Put-Call-Ratio an. Massive Puts wurden aufgebaut für den Fall, dass eben die Inflation doch höher ausfallen sollte, als man befürchtete. Es kam anders, die Märkte stiegen, diese Puts wurden gesqueezed. Alle Shorties oder sehr viele Shorties wurden aus dem Markt gekegelt. Und das ist ein Grund, warum die Optionsmärkte heute nicht eine so heftige Bewegung eigentlich erwarten. Wir sehen, bei den Optionen ist ein 1,5% Move eingepreist. Gestern waren es 2,5%. Also die Optionsmärkte gehen davon aus, dass es nicht ganz so heftig wird. Ein Punkt dürfte sein, dass eben jetzt vieles schon in Sachen Shorts gesqueezed ist. Also dann praktisch diese Geschichte sich vielleicht in dem Maße nicht wiederholt. Damit würde dann ein falls wirklich hier nichts Schlimmes kommt durch die Fed, für die Rallye nicht so sein, wie er gestern bei den Inflationsdaten gewesen ist. Erinnern wir uns, vor genau zwei Wochen hat Jerome Powell beim Brookings Institut eine Rede gehalten, die die Märkte als dovish aufgefasst haben, weil sie nur das dovische hören wollten. Das hawkische wollten sie nicht hören, nämlich, dass die Zinsen höher steigen als zuvor gedacht und dass eben die Zinsen länger oben bleiben sollen, so die Aussage von Jerome Powell. Man hat sich dann sehr stark auf das fokussiert, was Powell an Zuckerli geboten hat. Nein, wir wollen die Wirtschaft nicht crashen und wir müssen die Folgewirkungen unserer Geldpolitik bedenken, etc. etc. Damals, vor zwei Wochen also, der Nasdaq mit einem Gewinn von 4,5%. Und dazu muss man wissen, dass bei den drei vorherigen Auftritten von Jerome Powell, Jackson Hole und zwei Pressekonferenzen die Märkte deutlich nach unten gegangen sind. Daher auch vor der Rede hier bei Brookings vor zwei Wochen auch eine sehr, sehr hohe Shortquote. Heute ist das nicht der Fall. Wir sehen also jetzt nicht mehr eine immense Absicherung, die hier der Fall ist. Viele sprechen jetzt schon davon, wow, das ist jetzt die letzte Zinsanhebung, denn die Inflation wird nach unten gehen und die Wirtschaft wird nach unten gehen. Das ist die Annahme, die immer mehr sich ein bisschen durchzusetzen scheint. Aber ist das wirklich so? Das müssen wir natürlich sehen. Die Argumente in Sachen Rezession sind gut, zumindest wenn man auf die Anleihemärkte blickt. Und da sehen wir, dass jetzt die dreimonatige und die zehnjährige US-Staatsanleihe mehr als 50 Basispunkte und länger als drei Wochen invertiert sind. Wenn das der Fall war, das war achtmal bisher der Fall, oder war einige Male der Fall, dann gab es immer innerhalb von acht Monaten die nächste Rezession. Sie sehen hier diese grauen Balken, das sind dann die eintretenden Rezessionen. Aber die Frage ist, wird die Fed wirklich so schnell jetzt die Flinte ins Korn werfen? Wird die Inflation so schnell kommen? Wir haben ja dann schon im neuen Jahr bald auch wieder eben Fed-Sitzungen. Jetzt ist die Inflation bei 7,1% und Lance Roberts bemerkt, das ist nicht das, was die Fed haben will, wo die Fed sein möchte. Deswegen geht er davon aus, dass die Fed eben nicht sofort jetzt die Zinsanhebungen einstellen wird, sondern noch weitermachen wird. Und viele US-Großbanken erwarten ja auch, dass die Zinsen jetzt noch weiter steigen werden auf 5 oder auf 5,25%, so die, zumindest die Großbanken. Und ein Punkt ist auch wichtig, den ich heute Morgen auch schon thematisiert hatte. Die Fed hat nie aufgehört mit den Zinsanhebungen, wenn die Zinsen unterhalb der Inflation liegen. Wir haben jetzt einen Zinssatz von 4%, eine Inflation von 7,1%. Also wenn Geschichte hier wirklich aussagekräftig ist, dann spricht es nicht dafür, dass die Fed jetzt dann im Dezember, also heute, die letzte Zinsanhebung macht. Dennoch ist innerhalb der Fed offenkundig eine Lagerbildung erkennbar. Es gibt die Dovischen, die sagen, hey, wir müssen doch
doch erstmal abwarten, wie diese Zinspolitik wird. Hey, wir sehen doch, dass die Wirtschaft schon schwächer wird. Wir sehen, dass jetzt die Arbeitsmarktdaten, was die Erstanträge und vor allem die Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe betrifft, dass die schon nach oben gehen. Wir wollen nicht, dass die Wirtschaft dadurch geschädigt wird. Und es gibt eine andere Fraktion, zu der Jerome Powell wahrscheinlich gehört, der sagt, ja, wir haben nach wie vor Inflationstreiber im Servicebereich, im Dienstleistungssektor und vor allem dort sehen wir die Löhne deutlich steigen. Gucken wir zunächst mal auf hier diese sogenannten Dot-Plots. Heute ja sehr, sehr wichtig. Wir werden die Projections bekommen, also die Ausblicke der Fed für Wirtschaft, für Inflation und eben die Dotplots. Bisher ist es so, also vor der heutigen Entscheidung und den Dotplots, ist der durchschnittliche Dotplot bei den Fed-Mitgliedern bei einem Zinsgipfel von 4,875%. Es ist eher damit zu rechnen, dass die Fed-Mitglieder ihre Dotplots ein bisschen nach oben setzen werden. Hier sehen wir auch die Erwartung der PCE-Inflation der Fed-Mitglieder. Man geht also davon aus, dass wir bald wieder schon in Richtung 2% marschieren bei der Kerninflation Ende 2023. Aber solche Prognosen sind in der Regel Schall und Rauch. Schauen wir uns mal Inflationserwartungen und Dotplots vor genau einem Jahr, im Dezember 2021 an. Da hat die Fed erwartet, dass die PCE-Inflation Kernrate bei 2,7% läge. Wir wissen, wir sind bei 6%. Und man hat erwartet, dass der Leitzins bei 0,9% liegen würde. Jetzt sind wir bei 4% Leitzins. Also das hat sich doch ziemlich deutlich verschoben. Da sehen wir, wie schnell solche Prognosen letztendlich in sich zusammenfallen können. Was für die Fed aber wichtig ist, das sind die Financial Conditions. Sie wissen, dass ich diesen Punkt immer wieder anführe, denn wir sehen, dass eben diese Zinsanhebungen in letzter Zeit, die Fed hat ja viermal um 0,75% die Zinsen angehoben, heute sehr wahrscheinlich eine 0,5er Anhebung, aber dass wir jetzt im Grunde, was die Financial Conditions betrifft, da sind, wo wir vor den letzten vier 0,75er Anhebungen auch schon gewesen sind, also die sind verpufft. Vier Zinsanhebungen sind praktisch ausradiert worden. Und hier sagen manche dann, also jetzt muss die Fed wirklich ein Zeichen setzen, die muss muss sagen, dass sie lieber das Risiko in Kauf nimmt, ein bisschen überzustraffen mit ihrer Geldpolitik, als eben die Inflation länger laufen zu lassen. Und Michael Guyot sagt, also wenn die Fed wirklich jetzt die Inflation brechen will, dann sollte sie heute dafür sorgen, dass ein Crash an den Aktienmärkten passiert, vor den Feiertagen, damit dann die Nachfrage zurückgeht. Ja, okay, schauen wir mal, ob das so kommt. Hier sehen wir mal unten auch nochmal die Financial Conditions, die jetzt genau da sind, wo wir praktisch auf dem Tief waren, was die rigide Situation betrifft. Also wir haben jetzt etwa dieselbe Situation, wie wir sie hatten mit der Rallye im August. Damals Jerome Powell mit der Jackson Hole Rede draufgehauen. Jetzt sind wir genau da, also wieder. Mal sehen, was der Jerome und uns so erzählen wird, was das Fed Statement uns erzählen wird. Im Fed Statement könnte es sein, dass dieses Fed-Statement wieder dovischer ausfällt als die Aussagen von Jerome Powell, weil eben innerhalb der Fed eine Fraktion durchaus gegeben ist, die eben mit den Zinsen etwas vorsichtiger agieren will. Aber für Powell entscheidend dürfte weiter sein, das hat er in letzter Zeit öfter betont, der Dienstleistungssektor und vor allem hier die Löhne. Hier sehen wir mal ausgewählte Bereiche, Restaurants zum Beispiel plus 8,5%, Childcare plus 5,3%, Car Repair plus 11,8%. Wir haben jetzt natürlich Energie und solche Geschichten, die eher disinflationär wirken. Wir haben Shelter, also Mieten und Homeowners Equivalent Rent, die auch nachgeben. Aber die Wages, wenn die nicht nachgeben, wird die Fed es nicht schaffen, eben auf ihr 2%-Ziel zu kommen. Wir sehen also schon einen breiten Lohnanstieg, der aber immer noch nicht reicht, um die Kaufkraftverluste eben in den USA wirklich aufzufangen. Ein Punkt vielleicht auch noch wichtig, der S&P 500 hat noch nie seinen Boden erreicht, also sein Tief erreicht, wenn jetzt nicht wirklich die Fed mit den Zinsanhebungen bereits aufgehört hat. Selbst wenn die Fed mit den Zinsanhebungen aufgehört hat, dann ist immer dann auch letztendlich der Grund,
Grund entscheidend und das ist eine kommende Rezession. Wir sehen hier jedes Mal, wenn die Fed beginnt, die Zinsen zu senken, dann kommt eine Rezession, nicht nur eine Revolution, vielleicht kommt da auch eine Revolution, aber nein, eine Rezession. Und wir dürfen auch nicht vergessen, 0,5% ist immer noch eine ziemlich große Zinsanhebung. Wir haben uns jetzt an 0,75 gewöhnt, die letzten vier Mal, aber normalerweise ist ein Schritt ja 0,25%. Und wie gesagt, die Märkte haben noch nie einen Boden gebildet, wenn die Fed immer noch in einem Zinsanhebungsprozess gewesen war. Wir haben jetzt die Situation im Jahr 2022, die anders ist als in den Jahren zuvor. Shorties haben mit bestimmten Aktien richtig Geld verdient, 50 Milliarden in 2022, und da waren betroffen vor allem solche Aktien wie Tesla. Es ist ja in letzter Zeit ein bisschen stiller geworden um die Religionsgemeinschaft Tesla. Wir sehen die Tesla-Aktie jetzt an die untere Begrenzung des Trendkanals gelaufen bei $155, da jetzt erstmal wieder ein bisschen nach oben gekommen, wie ich zuletzt gesehen habe, der Chart von Capital. Und wenn wir jetzt nach Deutschland kommen, dann sehen wir, dass hier in Deutschland 539 Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen werden. Wir haben jetzt innerhalb von 3 Jahren 70% der Schulden aufgenommen, die wir vorher in Jahrzehnten aufgenommen hatten. Das ging jetzt also sehr, sehr schnell durch Corona, Ukraine-Krieg und. All das hat zu einer massiven Verschuldung geführt, hat zu einer höheren Staatsquote geführt. Man lässt die Leute mehr bezahlen für Energie und gibt ihnen dann hintenrum wieder das Geld für diese höheren Rechnungen. Das ist eine Subvention durch die Hintertür. Hans-Werner Sinn wünscht sich in Sachen Energiepolitik die sofortige Aufhebung der vorauseilenden Brennstoffverbote. Erst grüne Technik aufbauen, dann abschalten, nicht umgekehrt. Wir schalten zuerst ab und versuchen dann grüne Technologie aufzubauen, in der Hoffnung, dass das funktioniert. Und was, wenn nicht, dann haben wir richtig ein Problem. Aber nicht, wir müssen ja nur genug Alternative aufbauen, dann werden sich die Probleme schon von selber lösen, denn der Strom kommt ja immer noch aus der Steckdose, meine Damen und Herren. Diese Grundtatsache wird ja teilweise von diesen Kritikern bestritten. Ja, das ist einfach auch inkompetent. Schauen wir uns mal die Stromkosten an. Die sind in Deutschland mit Abstand am höchsten. Stand November 2022 durchschnittlich für die Kilowattstunde 49 Cent, in Dänemark 36 Cent, an Nummer 2, Belgien 32, Großbritannien 28. Also wir sind Strompreis-Weltmeister und das ist ja auch was. Wenn wir schon im Fußball nicht Weltmeister werden, dann werden wir es wenigstens beim Strompreis, gell? Aber für unsere Industrie bedeutet das, sie wird nicht mehr absehbar Weltmeister sein. Beispiel Autoindustrie. Hier sind die Stromkostenanteil pro Auto in der EU zum Beispiel, in Deutschland ist das Ganze noch krasser, von 300 auf 800 Euro gestiegen. In den USA ist der Anstieg von 130 auf 250 Euro pro Auto. Das heißt, die Amerikaner können in Sachen Strom oder haben massive Kostenvorteile. Das gilt für praktisch alle Bereiche der produzierenden Industrie, die wiederum ein Drittel der gesamten Wertschöpfung in Deutschland generiert. Das ist ein riesiges Thema und auf dieses Thema muss dann auch morgen die EZB reagieren. Sie will die Zinsen wahrscheinlich auch nochmal um 0,5% anheben. Sie will erste Aussagen machen, wie es denn mit der Bilanzreduzierung vorangehen soll. Und damit könnte jetzt erstmal die Fiskalisierung des Euros enden, wie Thomas Mayer es genannt hat. Insgesamt, wenn Sie sich bei der EZB bewerben wollen, meine Damen und Herren, und Sie werden gefragt, ja, erzeugt Geld, drucken, Inflation, dann müssen Sie fragen, ja, was ist denn Inflation? Dann sind Sie sofort engagiert. Ja, also das ist mal ein kleiner Ratgeber. Na, wenn Sie jetzt Karriere bei der EZB machen wollen. Ich habe 3 Artikelempfehlungen für Sie heute dabei. Die erste betrifft unmittelbar das, was heute Abend passiert. Letzte Fed-Sitzung des Jahres, kalte Dusche oder Kurstreiber, warum die Aktienmärkte gestern wieder gefallen sind. Nach dem massiven Anstieg ist ein Großteil der Gewinne wieder rausgepreist worden. Erste Artikelempfehlung, Vorbereitung für die Fed-Sitzung für Sie. Zweite Artikelempfehlung, China versteckt seine Corona-Toten, das Sterben beginnt. Man sieht in sozialen Netzwerken Chinas, gibt es Aufnahmen von Leichenwägen, die sich vor Krematorien in Peking stauen. Hier sehen wir mal ein Auto, das praktisch hier mit eben hier so einer
Versorgung hier ausgestattet wird, also praktisch Infusion hier direkt an das Auto geschoben wird, weil die Krankenhäuser so voll sind, dass da eben kein Platz mehr ist. Also bringen die Mitarbeiter des Krankenhauses ihre Gerätschaften nach außen. Das muss man sich mal vorstellen. Für Xi Jinping ein enormes Risiko. Erst diese extrem rigide Politik, dann sind die Leute von ihrem Immunsystem nicht darauf vorbereitet. Jetzt lässt man praktisch plötzlich alles locker, testet nicht mehr. Dementsprechend gibt es da natürlich auch keine Toten, gell? Das ist ganz klar. Und nach ähnlicher Logik verfährt einer meiner allerbesten Freunde, das ist Marcello Fracciarino, der hier wieder Interessantes zur Erbschaftssteuer gesagt hat. Mein Kollege Claudio Kummerfeld hat da mal eine kleine Kritik dran geübt. Diesen Artikel können Sie ebenfalls lesen. Also die erste Empfehlung: FED, Jahresendready, die ja viele erwarten, weil sie sagen, ja, saisonal günstig. Oder China-Artikel, das große Sterben beginnt, und jetzt Marcello Fracciarino. Und dann abschließend, meine Damen und Herren, nochmal der Hinweis: morgen Boom und Bust, den Live-Link packe ich Ihnen morgen rein. Die Sendung wird 19 Uhr morgen am Donnerstag ausgestrahlt. Absolutes Must-See, der Hochpunkt der Boom und Bust-Geschichte, vielleicht auch der Endpunkt. Wir werden sehen. Ich wünsche es das Allerbeste und sage Servus und Ciao.